Moin Moin Leute und frohes neues Jahr an euch. Es ist soweit, heute geht's weiter mit Baby in Yellow und es gibt eine ganz besondere Folge, denn wir müssen auf die Drillinge aufpassen dieses Mal. Elias, Marvin und Leon sind heute in der Bude und ich muss auf alle drei aufpassen. Ihr dachtet, ein Kind ist schlimm, heute haben wir es mit drei zu tun und es wird sehr, sehr interessant, denn die bauen natürlich alle Mist. Und ich bin da, Leute, der Babysitter-Experte und kontrolliere das Ganze. Viel Spaß, lasst ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Die beiden Sachen sind der beste Support. Wir gehen rein und let's go. Viel Spaß. Heute habe ich richtig Lust, Baby zu sitten. Elias ist mittlerweile echt ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Und alles ist super entspannt. Hallöchen, mein Kleiner. Na? Was machst du denn da? Spielst du hier mit dem Xylophon oder was? Wollen wir ein bisschen spielen? Hey, du siehst heute gar nicht gut aus. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Sieht ja fast so aus, als hätte ein Bruder dich oder so geärgert. Oh mein Gott! Hä? Was? Hey Mann, wer bist du denn? Hä? Was ist jetzt denn passiert? Elias? Wer ist... Oh, hell no. Nicht noch so ein Baby. Echt jetzt? Guck mal, wie der schaut. Hast du den geärgert, den Kleinen? Hast du Elias geärgert? Wer bist du, hä? Marvin oder was? Ich würde sagen, du siehst aus wie ein Marvin. Alles klar, Marvin. Da würde ich sagen, erstmal in den Kühlschrank. Ich zeig dir nämlich mal, wie das hier läuft. Nimm dein Telefon ruhig mit. Alles cool. Elias, Mensch, du siehst gar nicht gut aus. Was hat der mit dir gemacht? Hä? Komm, wir gehen mal ganz kurz an den Wickeltisch, machen das hier alles ganz entspannt und dann gehen wir... Marvin, ich hab dir gesagt, du sollst hier aus dem Kühlschrank gehen. Wir gehen jetzt zum Kühlschrank und dann sperre ich dich... Nein! Nein! Ich kündige! Ich mach das nicht mit! Nicht mit drei! Nicht mit drei Babys! Ja, moin. Ich habe da gerade drei Babys vorgefunden. Du, sag mal, habt ihr Drillinge? Elias war das Beste, was uns jemals passiert ist. Deshalb brauchten wir mehr. Echt jetzt? Ja. Aber, also, es hieß ja, ich soll auf ein Baby aufpassen, oder? Diskutier nicht mit mir. Was? So wie du mit Elias umgegangen bist, solltest du eigentlich gar keinen Job haben. Och, bitte. Du bekommst 10 Euro weniger. Ja, okay. Verstanden? Ja. Ich will das Zehnfache vom Preis. Wenn du so weitermachst, kriegst du gar nichts mehr. Ja, okay. Tschö. Alles klar? Wir müssen doch wieder rein. Ansonsten werde ich gefeuert, wie es gerade hieß. Ja, meine Freunde. Also, du bist der Leon. Du bist der Marvin. Und du bist der Elias. Elias? Bro, deswegen bist du so. Du hast hier zwei Geschwister, oder was? Pass mal auf, Elias. Ich bring dich jetzt erstmal ins Bett, weil... Digga, du kannst heute nichts anderes machen, wie schlafen gehen. Es tut mir leid, Mann, aber ist so. Ich leg dich jetzt ins Bettchen. So, da kannst du erstmal bleiben. Und jetzt kümmere ich mich mal um deine kleinen Brüder. Alter, Leute, was ist das denn? Hab ich da unten was gehört? Was zur Hölle geht hier unten ab? Was ist denn hier... Marvin! Leon! Hört auf, jetzt irgendwelche Faxen zu machen! Ich hab euch bestraft! Hör auf zu sprechen! Leon? Leon? Marvin, kannst du mal aufhören mit den Liegestützen, bitte? Leon! Oh Gott, ich... Marvin, hör auf jetzt! Marvin, ich hab gesagt, du sollst aufhören mit den Liegestützen! Oh Gott, was mache ich denn jetzt mit deinem Bruder? So, das Ding ist erledigt. Marvin, komm mit, wir gehen spazieren. Du hast nichts gesehen. Du sagst auch nichts, Mama und Papa, okay? Bitte, sag denen das nicht. Ja, Marvin, was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier erstmal wieder die Wohnung sauber gemacht. Das ist doch schon mal gut für uns beide, oder? Willst du was zu trinken haben? Komm, ich gebe dir mal was. Na, komm her. Ja, ein Feini. Schön, ne? Jetzt hast du ein bisschen Puber gemacht. Jetzt machen wir mal schnell die Windel hier. Ganz, ganz schnell sauber, okay? So, mein Lieb... Marvin, Marvin, ich hab dir gesagt, hör auf damit. Du bleibst da hinten. Wenn ich dir das sage, ist das klar? Nix hier mit deinem Bruder oben. So, mein Kleiner, jetzt geht's ab für dich nach oben. Ihr beide schlaft heute zusammen, okay? Ich hab nur ein Bett für euch und... Elias, was machst du denn hier? Kollege, du solltest doch ins Bett gehen. Ich hab doch gesagt, im Bett liegen bleiben, Schlafi machen. Hast du das von unten gerade mitgekriegt? Ich vertraue dem nicht, Leute. Was soll ich sagen? Okay, ich leg dich hier rein. So, Marvin und Elias, du kannst auch ins Bett gehen. Und ihr beide könnt jetzt hier auf ganz entspannt schlafen. Guck mal, Marvin ist eher so der Lustige, ne? Dem vertraue ich. Aber Elias ist so,
Oder warum bist du so traurig, Bro? Weißt du, wie ich mein? Mann, das ist beängstigend. Okay, ich hole jetzt ein Geschichtenbuch und... Ach, weißt du was? Das könnt ihr selber lesen, oder? Ja, das kriegt ihr schon hin. Hier, liest dein Bruder irgendwie was vor, Elias. Ich habe ja schon oft genug was vorgelesen, reicht mir auch. Will heute auch mal ein bisschen chillen hier, ne? Mal ein bisschen auf die Couch, auf ganz entspannt. So, nämlich. Okay. Ah. Hä? Junge! Was ist da oben denn los? Elias und Marvin? Was macht ihr da drinne? Was ist hier los? Oh mein Gott, Elias, lass Marvin runter! Oh mein Gott! Was machst du da mit dem? Findest du das witzig? Hör auf, den jetzt fliegen zu lassen, Elias. Letzte Warnung für dich. So, Kollege, mitkommen. Du kommst jetzt mit. Du brauchst gar nicht so blöd zu lachen, mein Bester. Das gibt jetzt erstmal Baby-Football. So, was machst du da mit Marvin, ha? Was, findest du das witzig? Du kannst jetzt auf dem Flur schlafen, mein Lieber. Was ist mit dem Kind los? Ja, fängt er an zu heulen. Den Kram kannst du anders machen, aber nicht bei mir im Haus. Marvin, wo bist du? Marvin? Marvin, hör auf, die Augen zu verdrehen. Bitte. Marvin, bitte. Oh Gott. Marvin, verdrehst du noch einmal die Augen, kommst du da nie wieder runter. Du bleibst jetzt auf dem Dachboden da oben. Mach ich zu, das Ding. Ich wollte das doch alles nicht, Leute. Oh Gott, aber Hauptsache, er ist nicht tot. Das war mir auch alles zu viel. Ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Elias, Marvin, heute gibt's die Milchflasche, ja. Was habt ihr da drin gemacht? Was habt ihr in der Küche gemacht, ihr beide? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So, Kollege, raus mit dir. Und du brauchst auch gar nicht weinen. Es gibt jetzt Toilettentaucher für dich. Also, Summer, was habt ihr denn mit eurem Bruder gemacht? Rein ins Klo, hab ich gesagt. Und da bleibt's jetzt auch drin. So. Toilettentaucher. Für den ist Feierabend und du, mein Lieber, brauchst da gar nicht so blöd sitzen. Was ist denn da mit deinem Bruder passiert? Raus jetzt mit dir! Und da kannst du bleiben. Meine Güte. Ist das hier alles wieder auf... Oh, das ging ja schnell. Auf entspannt. Ja, Leute. Also ich glaube, Leon geht's nicht mehr so gut. Kann mal einer den Kinderarzt rufen? So, mein Lieber. Jetzt gibt's was zu essen und sowas will ich nicht nochmal erleben. Ist das klar? Ich hole jetzt mal deinen kleinen Bruder rein, ne? Ja. Ne? Setz dich mal da drüben hin. Oh Gott. Entschuldigung. Setz dich mal da drüben hin, habe ich gesagt. Oh Gott. Entschuldigung. Komm her. Also, setz dich mal da drüben hin, ne? Hier, von mir aus hier ist auch in Ordnung. Also, alles völlig entspannt. Ich nehme jetzt die Flasche. Wer soll die von euch kriegen? Ha? Wer soll die machen? Wer mehr Liegestütze schafft? Wollen wir das machen? Elias, Marvin, es gibt jetzt ein kleines Liegestütze-Wettbewerb und der Gewinner darf aus der Flasche trinken. Deal? Okay. Komm schon, komm schon, komm schon! Los, Elias, los! Marvin, gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff, beide! Komm schon, noch ein! Wer hält das länger durch? Wer hält das länger durch von euch beiden, hä? Komm schon! Boah, Junge, wie du durchziehst! Wait a minute! Tja, Elias! Da lachst du noch. Du hast auf jeden Fall nicht gewonnen. Mach einen Abgang. Gut gemacht, Marvin. Ja, ich weiß, dein Bruder hat ein bisschen Pech gehabt. Aber guck mal, da kriegst du was zu trinken. Tja, Leute, man muss den Kindern ja auch mal ein bisschen Erziehung beibringen, oder? So, bringen wir dich erstmal zum Wickeltisch. Was denn mit deinem Bruder? Sollen wir den auch nochmal wickeln? Ja, warte mal, ich hole ihn kurz. 12 Sekunden später. So, meine Kleinen, da bist du auch schon. Ja, dein Bruder hat sich jetzt in die Hose gemacht, weil der was zu trinken bekommen hat, ne? Beim nächsten Mal musst du halt mal ein bisschen Gas geben. Mein Lieber. Jungs, was ist hier schon wieder mit der Windel los? Ach, Jungs. Oh, ah, 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 ah. Ah, nice try. Oh, komm schon, Windel. Ach, Leute, das ist auch nicht mehr witzig. Auch beim 10. Mal nicht mehr. Ach, komm schon, Windel, Windel, Windel. Ja, na, 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 na. Na? Aha. Und bam. Ich nehme die Windel jetzt mit. Ich will hier auch nichts mehr hören. So, mein Lieber. Wer von euch braucht die Windel? Du. Guck mal, Elias ist glücklich. Ich mag Elias jetzt. Der ist ja sonst eigentlich immer der Traurige gewesen gestern. Aber heute, muss ich sagen, ne? Du bist der kleine Loser von beiden. Du bist ein kleiner Loser auf jeden Fall. Ja. Ich pack dich mal in die Toilette. Loser müssen ins Klo. Ja, ne? Weiterhin so glücklich bleiben. Gut machst du das, mein Lieber. So, bringen wir dich mal ins Betti. Ne? Na komm schon. Na los, rein da mit dir. Soll ich deinen Bruder noch holen? Ja, mach ich kurz. Marvin, du sollst ins Bett. Marvin? Leute, wo ist der hin? Hä? Marvin, wo bist du? Hey, bist du im Kühlschrank? Auch nicht. Hm, oh, die Tür ist offen. Marvin.
Was macht ihr denn da an der Tür? Marvin? Du sag mal, was machst du denn da vor der Tür? Hab ich dir erlaubt, mit den Nachbarn zu reden? Oder dagegen die Tür zu klopfen? Junge, du hast Hausarrest! Da hinten kannst du bleiben. Du brauchst doch gar nicht weinen. Beim nächsten Mal tut's noch mehr weh, Kollege. Ist das klar? Mann, oh Mann. Kindererziehung ganz wichtig heutzutage. So, Junge. Du hältst jetzt mal die Klappe da und hörst auf zu weinen. Ist das klar? So, Marvin, es geht ins Bettchen jetzt mit dir, ne? Ich will heute nichts mehr hören. Gar nichts mehr. Ich gehe jetzt einkaufen. Du und dein Bruder, ihr macht keinen Mist. Ist das klar? Du bleibst jetzt hier liegen. Ich gehe einkaufen. So. Bis später. Und wehe, du verlässt die Tür. Wehe, du gehst hier raus. Ja, der darf heute im Elternbett pennen, ne? Ist auch mal entspannt. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell einkaufen, damit ich keinen Ärger bekomme. So, Freunde, dann wollen wir mal. 6,5 Stunden später. Ich bin wieder zu Hause. Elias, Marvin, was macht ihr hier? Nehmt ihr schon wieder ein TikTok-Video auf, oder was? Hey, hört mal. Hat der Marvin sich da gerade in die Hose Sag mal, was soll denn das? Sag mal, Marvin, was soll das denn? Hab ich dir erlaubt, dass du dir in die Hose darfst? Nix da. Kollege. Wo ist der hin? Was machst du denn jetzt in der Küche, Mensch? Rein da in den Kühlschrank. Wenn du meinst, du willst keine Windel kriegen, okay. Alles klar, da kannst du so viel zittern mit deinem Fuß, wie du willst. Ist mir völlig egal. So, Kollege, und du machst jetzt auch mal einen Abflug. Mann, ey. Hallo? Elias? Elias! Oh Gott! Marvin! Marvin, wir müssen hier ganz schnell raus. Wir müssen ganz schnell weg hier. Ja, ich glaube, dann rufe ich mal den Kinderarzt an, oder? Ja, moin. Also ich bin nicht länger an dem Job interessiert. Die Babys schlafen ruhig. Das ist gut. Ja, ich glaube, da muss noch mal der Kinderarzt her, ne? Was? Wieso? Ja, vielen Dank. Hä? Ja, ja, ich mache einen Feierabend. Hey, ja, ja, nein. Tü, ja, ja, ja. Nein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Heute hat es leider keiner überlebt. Die Drillinge sind jetzt keine Drillinge mehr. Oh Mann, ey. Lasst einfach ein Like, damit es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das nächste Video mit Harry Potter nicht verpassen wollt. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Dano out.